Ja, hallo bei Landrat Live am 27. Januar 2022. 2 Jahre Pandemie haben wir bereits hinter uns und ja, auch wenn die Inzidenzen doch unglaublich stark steigen in diesen Tagen, stehen die Zeichen gar nicht so schlecht, da wir in den Kliniken Gott sei Dank nicht die befürchteten Zugänge haben. Also für mich das klare Zeichen, noch ein paar Wochen, wenn wir gut durchstehen, dann haben wir die Chance, auch aus dieser Pandemie in den Frühling gut zu kommen, alle gesund zu bleiben und dann vielleicht auch die einschränkenden Maßnahmen alle auch wieder aufgeben zu können. Aktuell haben wir trotzdem immer noch das Geschehen in Landsberg, dass wir Demonstrationen insbesondere am Montagabend haben. Da haben Sie vielleicht gelesen, dass letzte Woche die Demonstration stattgefunden hat, auch unsere Allgemeinverfügung, die eine besondere Beschränkung dargestellt hat, vom Gericht aufgehoben wurde und wir deswegen jetzt nicht in der Lage sind, so gezielt auf das Demonstrationsgeschehen einzuwirken, wie wir uns das vielleicht erhofft hatten. Tatsächlich ist es eben so, dass Menschen demonstrieren möchten, was auch in Ordnung ist. Ich halte es nicht für klug im Augenblick, dass in großer Menge zu tun, aber bitte, die gesetzliche Lage sieht es vor, es ist möglich und deswegen darf es auch stattfinden. Wir werden uns aber für den Montag bemühen, jetzt auch in Kooperationsgesprächen mit den Anmeldern einer Demonstration dafür zu sorgen, dass möglichst beide Gruppen oder die mehreren Gruppen nicht aufeinandertreffen. Die dürfen nicht am selben Platz zur selben Zeit sein. Das ist das, was wir dringend mit der Polizei gemeinsam verhindern müssen. Da finden morgen nochmal abschließende Gespräche statt und wir werden dann am Wochenende nochmal eine Allgemeinverfügung auf den Weg bringen, die nochmal regelt, wo unangemeldete Demonstrationen nicht stattfinden dürfen, damit wir auf keinen Fall dieses konfrontative Geschehen haben. Nochmal meine Bitte aber an der Stelle, bitte bleiben Sie so gut es geht von solchen Demonstrationen fern, denn auf keinen Fall ist es ein Beitrag, der uns im Moment entscheidend weiterbringt. Ich möchte es ausdrücklich nochmal sagen, ich halte von dieser Art der Kommunikation im jetzigen Moment sehr wenig, da man gut unterschiedlicher Meinung sein kann, wofür ich volles Verständnis habe, aber auf der anderen Seite niemandem etwas genutzt wird durch diese Kommunikation mit einem Transparent in der Hand auf einem Platz. Die Polizei wird insbesondere hier jede Woche sehr intensiv herangezogen und ich möchte mal auch so sagen, die Kosten, die der Allgemeinheit da entstehen durch die Schutzmaßnahmen sind ganz enorm. Eigentlich sollten wir uns das klugerweise sparen. In dem Sinne trotzdem, bitte bleiben Sie gesund und wir sehen uns nächste Woche wieder.